Bin irgendwie mal wieder eins mit der Wand. Wie immer. Psst. Ich bin so professionell. Ist heute Tag der Socken oder was ist los? Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlogmas-Vlog. Der erste Tag, an dem ich so ein bisschen verkackt habe. Denn ich habe es heute Morgen nicht geschafft, die Kamera anzuwerfen. Und zwar wirklich gar nicht. Das war viel zu früh. Heute haben nämlich die Geschäfte endlich in Österreich wieder aufgemacht. Und ich weiß, ich habe geschworen, ich würde erst irgendwann zu IKEA gehen. Aber durch verschiedene Umstände hat es sich so ergeben, dass ich doch heute schon gefahren bin. Allerdings schon um 9 Uhr morgens, als wirklich direkt offen war. Es war auch tatsächlich wieder erwarten gar nicht so viel los, aber ich habe dann doch einige Stunden dort verbracht. Ein paar Eindrücke bei IKEA habe ich euch allerdings abfilmen können. Vielleicht blende ich euch das hier mal irgendwie ein. Vielleicht während ich quatsche. Ich habe jetzt endlich einen Teppich gefunden. Ich habe Einsätze für mein Kallax-Regal. Ich habe ein paar Pflanzen. Ich habe Vorhänge, allerlei Dinge, die vielleicht nicht zu 100% wichtig sind und die man nicht direkt haben muss, aber im Großen und Ganzen dann doch. Und ich habe es natürlich nicht geschafft, eine sinnvolle Matratze zu finden, aber das wird wahrscheinlich noch ein längeres Unterfangen werden. Noch dazu, weil sich diese 1,80 x 2 Meter Matratze wahrscheinlich nicht so leicht transportieren lässt. Also da muss ich noch irgendwelche Wege finden, wie man das anders löst. Danach habe ich es immer noch nicht geschafft, sinnvoll zu vloggen, denn da ging es ans Keksebacken. Da habe ich euch auch ganz kurz zumindest ein paar Sequenzen gefilmt. Da ist auch einiges bei rumgekommen und ich bin in einem absoluten Zuckerkoma. Sie sind unfassbar gut geworden, aber ich habe einfach schon währenddessen viel zu viele genascht, die zerbrochen sind oder leicht angebrannt oder sonst irgendwas. Und da ich im Normalfall nicht so viel Süßes esse, ich bin irgendwie so mehr der salzige Typ, gerade was Snacks betrifft, ja, bin ich jetzt einfach übersättigt mit dem Ganzen. Alles in allem ein sehr erfolgreicher Tag, aber ich habe natürlich nicht vergessen, dass ich euch auch immer noch meinen Adventskalender schulde. Den mache ich mit euch jetzt noch auf und dann werde ich mich abschminken, Bett fertig machen und dann noch ein bisschen lesen und dann geht's endlich in die Haie und dann sehen wir uns ganz normal morgen früh wieder. Ich habe jetzt kurzerhand beschlossen, dass ich euch das erste Mal das einfach mal so zeige, einfach weil die Kamera schon so aufgebaut ist. Ich fange mal mit diesem Päckchen hier an. Außerdem habe ich so endlich mal beide Hände frei und muss nicht immer nur mit einer so komisch herumfriemeln. Da haben wir einmal noch so eine kleine Kerze in der Richtung Wanderlust und eine Gesichtsmaske mit Erdbeergeruch. In dem Neonail-Kalender haben wir einen Nagellack, oh Wunder. Und zwar diesmal diesen hier, der heißt Thailand Beauty. Meine Kamera möchte nicht so wirklich fokussieren, aber oh ja, jetzt. Ist ein ziemlich cooles Pink, allerdings weiß ich jetzt nicht, wie passend Pink zu der Weihnachtszeit ist, aber muss man ja nicht unbedingt jetzt tragen. Und dann kommen wir noch zum letzten und größten Päckchen. Mini-Pralines in Feinherb. Sehr cool. So, und das war's mit meinem Adventskalender von heute und dem Tag, den ich euch nacherzählt habe mit ein paar Bildeinblendungen. Es tut mir furchtbar leid, ich werde mich bessern, aber immerhin besser so als gar kein Vlogtag quasi. Es wird aber morgen auf jeden Fall wieder normal weitergehen, also wir sehen uns morgen, beziehungsweise für euch ist es einfach später. Guten Morgen zu diesem 8. Dezember. Endlich mal wieder ein Haarwaschtag, war dringend vonnöten. Ich komme gerade frisch aus der Dusche, habe wie gesagt Haare gewaschen, habe mich umgezogen. Und heute ist so ein typischer Tag, wo ich Dinge erledigt bekommen muss, die sonst immer liegen bleiben. Falls ihr Leonie und Lena von Consider Cologne kennt, die haben ein Format, das heißt Get Shit Donnerstag. Abgeleitet von Get Shit Done, eben dann Donnerstag. Und ich dachte mir, ich mache eben einen Get Shit Dienstag. Denn ich habe heute frei und es ist einfach dringend nötig. Ich lebe hier in so viel Chaos und ich habe das Gefühl, alles, was ich nicht sehen möchte, stopfe ich einfach in irgendwelche Ecken, hauptsächlich ins Schlafzimmer. Aber selbst das Wohnzimmer hat sich inzwischen in ein absolutes Chaos verwandelt. Deswegen werde ich euch jetzt einfach immer wieder mal mitnehmen, wenn ich so ein paar Ecken aufräume. Ich werde wahrscheinlich meine Haare jetzt einfach lufttrocknen lassen, ab und zu mal durchbürsten.
Ich war ja dann gestern noch bei IKEA, allerdings sind die Sachen in dem Auto von der Freundin, mit der ich war, geblieben. Und sie hat gemeint, sie bringt mir heute, weil sowieso Feiertag ist, irgendwann gegen Abend alles vorbei. Dann kann ich euch vielleicht so einen kurzen Einblick geben. Aber ich habe mir überlegt, ob ich nicht vielleicht einfach einen ganzen IKEA-Haul drehen soll. Denn es ist definitiv genug dabei, dass man ein ganzes Video füllen könnte. Das heißt, vielleicht mache ich das einfach. Ich brauche sowieso noch ein Sonntagsvideo. Ich muss jetzt allerdings dringend aufhören, die Sache hinauszuzögern. Und werde mich jetzt einfach mal dran machen, eine schöne Playlist rauszusuchen, zu der ich aufräumen kann. Und dann starten wir mal in der ersten Ecke des Schreckens. Ach halt, Moment, hätte ich fast vergessen. Du meine Güte, warum erinnert er mich nicht? Ich muss ja noch meinen Adventskalender für heute auspacken, damit das nicht heute wieder am Abend passiert. Also das mache ich jetzt noch schnell. Wir haben einmal hier Türchen Nummer 8, einmal da Türchen Nummer 8 und... Moment. Hier ist nochmal Türchen Nummer 8. Ich beginne heute mal wieder damit. Und wir haben, oh Wunder, einen Nagellack. Allerdings wieder einen von den unter Anführungszeichen normalen Nagellacken und kein UV-Lack. In so einem super süßen Rosé. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das so extrem weihnachtlich ist, aber ich finde es irgendwie cute. Machen wir weiter. So, da haben wir einmal einen Kerzenhalter für wahrscheinlich die ganzen Kerzen, die ich bekommen habe. Und dann von The Body Shop noch eine Bodylotion. Als letzte Sache haben wir dann noch das hier, ganz liebevoll verpackt. Ich bin gespannt. Ha, ha, ha. Ich weiß, diesen Witz versteht ihr jetzt nicht, aber ich hasse Activity. Vielen herzlichen Dank, ich weiß, von wem das kommt. Da ist mein Schwämmchen, das ich schon so ewig suche. Ich weiß nicht, ob ich das noch verwenden will. Wahrscheinlich eher weniger. Wieder eins mit der Wand. Guten Morgen! Ich habe es gestern nicht mehr geschafft, den Vlog zu beenden. Allerdings habe ich noch eine ganze Weile weiter aufgeräumt. Und zwar auch nicht nur im Wohnzimmer, sondern ich habe dann noch im Badezimmer weitergeräumt. Dort habe ich auch noch einen Schrank montiert und lauter so Sachen. Allerdings hatte ich keinen Akku mehr, beziehungsweise es wäre mit dem Stativ ein bisschen sehr umständlich gewesen, das alles filmisch festzuhalten. Deswegen habe ich mir gedacht, ich muss euch dabei nicht unbedingt mitnehmen. Noch dazu war es ein absoluter Krampf, denn ich musste neue Löcher in den Schrank hineinbohren. Und ich bin zwar natürlich die absolute Heimwerker-Queen, aber es hat sich alles als deutlich mühsamer herausgestellt, als ich ursprünglich dachte. Entsprechend hat das Ganze auch viel, viel länger gedauert, als ich geplant hatte. Dann ist meine IKEA-Lieferung gestern ja noch angekommen. Dann hatte ich noch ein Meeting und bla bla bla. Und irgendwann wollte ich dann auch einfach meine Ruhe haben. Heute werde ich wahrscheinlich einfach weiterräumen und euch dabei ein bisschen mitnehmen und generell putzen. Ich habe ja jetzt auch den neuen Teppich und so. Das heißt, ich werde hier mal grob durchsaugen und dann mal sehen, wie ich den am liebsten hier drapiert habe. Die Möbel, die ich mir bei IKEA gekauft habe, werde ich, glaube ich, heute noch nicht aufbauen. Das mache ich vermutlich erst morgen. Aber was ich heute ziemlich sicher noch machen werde, ist einen IKEA-Haul zu drehen, solange meine Haare noch halbwegs frisch aussehen. Das heißt, ich werde mich heute noch schminken müssen und
mal schauen, was ich jetzt so als neues Setup nehme, denn ich habe ja hier noch kein richtiges Video gedreht quasi und entsprechend habe ich irgendwie noch keinen Plan, wie ich jetzt so meinen Hintergrund haben möchte. Ich glaube, das wird sich auch noch ein paar Mal ändern. Ich werde es vielleicht jetzt nochmal vor der Couch versuchen, so wie ich das früher immer gemacht habe und dann wird sich zeigen, irgendwann werde ich schon den richtigen Platz finden. So viel dazu. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen mit Räumen starten, einfach damit das auch erledigt ist und ich mir keine Gedanken mehr darüber machen muss. Und dann werde ich mich schminken und ein Video drehen. Es ist ja sowieso heute den ganzen Tag stockduster, das heißt, es ist ohnehin egal, um welche Uhrzeit ich das Ganze drehe. Bevor ich das allerdings alles mache, zeige ich euch natürlich wie immer... Ich bin so professionell. Aber ich habe mir irgendwie angewöhnt, im Lockdown mein Handy laut zu haben. Sonst habe ich das ohnehin nie im Alltag. Aber wenn ich zu Hause bin, ja, dann merke ich wenigstens, wenn mir irgendwer schreibt oder mich anruft. Was ich eigentlich sagen wollte war, wie immer zeige ich euch natürlich jetzt doch mal eben meinen Adventskalender. Ich habe gelernt, dass es um einiges praktischer ist, wenn ich die Kamera auf dem Stativ habe. Dann kann ich euch das einfach so zeigen. Ja, starten wir einfach gleich mal mit diesem hier. Und wir haben Weihnachtssocken. Ganz unauffällige. Ich meine, es sind noch nicht mal unbedingt Weihnachtssocken. Es sind Wintersocken. Okay, gut. Das ist erlaubt. Und dann noch... Ah ja, ein... Ja, lang Massageöl von Kneipp. Dann machen wir weiter mit dem Neonail Adventskalender. Und da haben wir... Oh, sehr schön... Nude Perfection, ich nehme an, das ist einfach so ein weiß-hellrosa. Funktioniert das, wenn das... Ich möchte nicht ganz scharf. Oh, es stellt scharf. Oh, wunderbar. Das ist aber toll. Jetzt bin ich gespannt, ob es auch schafft, mein Gesicht wieder scharf zu stellen. Na bitte. Also, das ist so ein ganz helles Rosa, eher schon weiß. Eine sehr schöne Winterfarbe, wie ich finde. Ich glaube, das kommt dann... nach dem Grünen mal dran, weil das erinnert mich immer so ein bisschen an Schnee. Und dann haben wir noch eins von diesen Päckchen hier. Und ich weiß ja schon, von wem es ist, weil so eine Verpackung gab es schon mal. Ich muss nur natürlich wie immer noch ein Foto machen, eine Sekunde, damit das alles seine Ordnung hat. Und jetzt darf ich es aufmachen. Ist heute Tag der Socken oder was ist los? Ah, sehr süß, ja. Finde ich großartig. Also... keine Sorge, falls ihr euch gefragt habt, ob ich jemals zu wenig Socken haben sollte. Ich bin, glaube ich, ganz gut ausgestattet. Das sind im Übrigen all die Bilder, die ich vorher in der alten Wohnung über der Couch hängen hatte. Werde ich vermutlich der Wohnung auch so machen. Allerdings habe ich noch keine genaue Anordnung, deswegen stelle ich sie jetzt einfach mal hier auf, damit ich mir auch vielleicht eine Vorstellung verschaffen kann, wie ich sie dann haben will an der Wand. So, ich habe gerade meinen IKEA-Haul abgedreht und einiges an Chaos verbreitet. Unter anderem liegt da jetzt auch irgendwie Blumenerde, weil ich die Blumen, die eigentlich schon eingetopft waren, auch noch rausholen musste, um sie herzuzeigen. So sieht jetzt mal fürs Erste mein Setup aus. Ich muss sehen, ob das dann so bleiben wird oder nicht. Ich habe noch keinen genauen Plan. Ich werde es mir jetzt auch mal am Laptop ansehen, wie das Ganze dann im Schnitt aussieht. Aber ich habe mich jetzt mal hier auf diesen kleinen Puff gesetzt und hatte eben die Kissen und alles im Hintergrund. Natürlich ist die Wand gerade auch noch super, super leer. Also ja, vielleicht müsste man da auch noch irgendwas machen. Aber jetzt fürs erste Video hat es auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Und ich werde mich jetzt auch gleich an die Arbeit machen, das Ganze zu schneiden. Und wir sehen uns dann ein bisschen später wieder. Ich bin gerade dabei, den Vlog zu schneiden und bin eben drauf gekommen, dass mein Mikrofon bei der Verabschiedung nicht richtig eingesteckt war und ich deshalb das Ganze nochmal drehen kann. Ich weiß tatsächlich leider nicht mehr genau, was ich euch erzählt habe. Ich glaube... es war einfach nur, dass ich gerade meinen IKEA-Haul gedreht habe und ich weiß auch nicht.
keine Ahnung. Solltet ihr euch wundern, ich habe übrigens einen anderen Pulli an, auch wenn er ziemlich ähnlich zu dem anderen aussieht, aber der ist einfach ein Stück dünner. Mir war in dem Wollpulli dann doch ein bisschen warm. Ich wollte aber eigentlich die Endsequenz sowieso nur nutzen, um den Vlog zu beenden. Ich weiß, ich habe noch irgendwas anderes gequatscht, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich schneide schon eine ganze Weile und es ist mir jetzt erst aufgefallen, als ich zu der Stelle gekommen bin zwischendrin und dachte mir so, ups, okay, gut, dann muss ich das nochmal machen. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch der Vlog gefallen hat. Wenn ja, dann hinterlasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich wirklich freuen. Ihr findet jetzt hier seitlich einmal die Playlist zu Vlogmas und einmal eins meiner letzten Videos. Da unten könnt ihr mich wie immer gerne kostenlos abonnieren, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Genauso wie ich mich freuen würde, wenn ihr die kleine Glocke aktiviert. Das hilft mir auch sehr. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!